Hey Leute, ich bin's Finn und heute spiele ich mal wieder eine weitere Runde Bad Wars auf dem Hypixel-Server. Heute mal wieder in einer ganz normalen Solo-Runde. Und das ist doch mal eine schöne Map hier. Ja, sieht fresh aus. Okay, ich hoffe mal, dass es heute mal wieder eine Action-Runde wird. Da hatte einer schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Das heißt, vielleicht war der... Ne, der war nicht neben mir. Ich werde als erstes mal auf das weiße Team gehen. Oder auf das Team da vorne, der graue. Der baut sich nämlich in die Mitte oder zu den Dias. Das heißt... Da werde ich mal ganz schnell alle Blöcke mir holen. So, das Bett provisorisch einbauen. Ist eigentlich eh egal. Das Bett wird eigentlich so oder so zerstört. Und dann kann ich direkt zum ersten Spieler, der aber auch schon runtergeflogen ist. Der ist wieder respawned. Und die Blöcke reichen mir aber, glaube ich, auch noch nicht so genau. Oder? Doch, kann hinhauen. Da hat es halt null eingebaut. Und ich bin... Okay, das wäre fast schon das Ende. Ich bin fast runtergeflogen. Und was macht der jetzt? So, dann kann ich ihn eigentlich auch schon gleich runterschmeißen. Also das Down. Jetzt kann ich dann in der Zwischenzeit ganz schnell mir das Eisenschwert holen. Ein paar mehr Blöcke noch. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Und dann kann ich auch direkt zum ersten Spieler rushen. Der hoffentlich noch nicht gleich... Doch, der ist gleich ready schon. Oh, und jumpt er schon rüber. Ja, er ist schon am Rüberspringen. Aber er hat keine... Er hat keine Blöcke einfach. Das heißt, hier kann ich mal, wenn das jetzt funktioniert. Ich bin richtig low. Ich habe ein bisschen... Oh. Ja, das war eigentlich nicht so geplant. Was habe ich denn da gemacht gerade eben? Also ich war jetzt halt echt zu low. Das war richtig knapp. Ich muss ganz kurz nochmal wegrennen. Ich habe keinen... Nein, ich muss mir das Eisenschwert jetzt neu holen. Ich habe leider keinen Bock zu sterben. Aber was soll man machen? Da muss man durch. Und ich glaube, der hat jetzt halt auch gleich Bock zu rushen, oder? Oder nicht? Der ist halt einfach... Ich habe ihn schon ausgeschaltet. Ne, der ist da noch. Und ich glaube, der hat Bock zu mir zu kommen. Ja, der kommt zu mir rüber. Also ich habe leider noch kein Eisenschwert. Macht aber nichts. Und der hat aber eins. Ich habe ihn einmal gehittet. Der ist aber nicht runtergeflogen. Aber nein, ich jetzt? Ja, jetzt kann er halt easy... Ja, leider mein Bett zerstören. Und jetzt habe ich halt nichts mehr. Ich habe nur noch ein Holzschwert. Und ich kann ihn aber in der Zeit angreifen. Und ich habe ihn noch bekommen. 8 Gold, stimmt. Die Items habe ich zum Glück jetzt auch durch ihn. Ich habe zwar mein Bett verloren, aber immerhin den ersten Gegner rausgehauen. Jetzt muss ich halt ein bisschen aufpassen. Aber ich kann in der Zeit zum Weißen mal gehen, der halt sein Bett um einiges krasser eingebaut hat. Und da brauche ich aber eine Spitzhacke dazu, sonst... Geht es eher weniger, klar. Ich kann mich auch, stimmt, mal in die Mitte bauen. Das ist eine gute Idee. Mache ich jetzt aber mal ganz vorsichtig. Will nicht runterfliegen. Ja, viele sind schon draußen. Die Hälfte ist schon draußen. Aber es leben noch ein paar. Und Markte könnte ich ja vielleicht auch gebrauchen. Der eine geht zurück. Ja, komm, die Leute looten sich immer in der Mitte die besten Sachen. Da gönne ich mir auch mal ein paar Sachen aus Markten. Da vorne ist nochmal ein Spawner. Die spawnen halt echt so ewig lange. Da kommt gleich nochmal was. Und jetzt nochmal neuer. Oh, der hat auch schon sich gut rüber gebaut. Ich will nicht, dass der mich jetzt gleich verfolgt. Der hat gute Sachen. So, hier ist auch nochmal einer. Dann werde ich nochmal ganz kurz zurückgehen. Mal schauen, was ich mir da alles snacken kann. Hier nochmal ein bisschen Gold. So, jetzt mal schauen, was ich mir auf jeden Fall holen muss. Sind alle Werkzeuge. Da reicht es mir leider nicht mehr dafür. Und dann noch jetzt ein gutes Schwert. Aber was... Oh nein, jetzt habe ich mir ein Steinschwert gekauft. Ich wollte eigentlich schauen, ob ich das Dierschwert kaufen kann. Und es hat gereicht. Für 4 Smaragde kann man sich das gönnen. Jetzt fehlt mir aber noch ein bisschen Gold für die bessere Rüstung. Aber ich hole mir jetzt auch in der Zeit noch ein paar Dias, dass ich mir eine Teamverbesserung gönnen kann. Und dann kann die restliche Action losgehen. Da vorne, der ist... Im roten Team und gönnt sich da auch noch die ein oder anderen Smaragde. Jetzt darf bloß niemand was zum Werfen haben, dann geht es alles gut klar. Und ich kann mir jetzt die restlichen Dias auch noch snacken. Perfekt, da sind ja leider nicht genügend gespawnt. 6 Stück eigentlich möchte ich haben. Oh, da kommt auch jemand anderes in die Mitte. Aber der braucht mein Bett nicht abbauen. Ich habe ja keins mehr, der muss mich nur noch töten. Also, aber Dias spawnen auch in der Zeit noch leider nicht so oft. Aber ich kann ja mal, dass es auch schneller geht. So, mir schon mal einen Weg dahin bauen zu dem Roten. Der Rote lebt noch und der Grüne und Weiße.
Dabei ist es halt krass ausgerüstet. Hat noch das Bett und alles. Wobei der Grün halt auch noch das Bett hat. Eigentlich haben das alle noch. Außer ich. Jetzt wurden die Dia-Spawner auch geupgradet. Ja, Diamantstufe 2 sind die jetzt. Stufe 1, Markte sind immer noch gleich. Unendlich ein geschärftes Dia-Schwert. Also das habe ich echt richtig selten in Bad Wars. Geht auch so klar, aber... So, hier muss ich mir das jetzt mal holen. Und dazu auch noch verstärkte Rüstung. Und die bringt natürlich nichts, wenn die nur aus Leder ist. Deswegen gönne ich mir jetzt gleich mal eine schöne... Das wollte ich eigentlich nicht kaufen. Zum Glück habe ich das auch nicht. Eine schöne Eisenrüstung. Ich wollte eigentlich schauen, ob es auch noch eine Dia-Rüstung gibt. Das gibt es ja auch noch. Stimmt, da oben muss ich schauen. Aber die kostet auch das Markte. Und zwar 4 Stück. Also bräuchte ich noch 2. Gold habe ich auch noch übrig. Da hole ich mir jetzt mal... Was soll ich mir holen? Komm, die benutze ich jetzt auch mal. Benutze ich selten. 2 Goldäpfel. So ein Feuerball. Und dann werde ich jetzt auf den ersten gehen. Und zwar vielleicht auf den weißen. Der lootet auch noch in der Mitte. Das heißt, vielleicht kann ich ja irgendwie mich zu dem bauen. Von meiner Insel aus. Vielleicht bemerkt er das nicht. Ich riskiere das mal. Wenn ich von der Mitte kommen würde, sieht er das. Aber, nee, der geht immer wieder zurück und lootet sich. Der greift noch nicht mal die anderen an. Er lootet sich auch nur die besten Sachen zusammen. Dann werde ich vielleicht doch mal... Soll ich direkt auf den gehen oder auf das rote Team? Sammeln wir nochmal ein paar Smaragde in der Zeit ein. Es gibt ja nur noch das grüne dann. Wie hat der das eingebaut? Aus Holz. Und der rote ist gerade... Ist der gerade daheim? Man sieht doch, der ist daheim und hat auch eine richtig gute Rüstung. Der da hinten auch. Aber der grüne, hat der sich... Nee, der hat sich zwar schon rüber gebaut, aber der ist bei seiner Insel. Das heißt, da werde ich jetzt mal das erste Bett ausschalten, hoffe ich mal. So, der bleibt aber auch da unten. Das ist halt gefährlich, da zu kämpfen ohne Bett. Ich feuer mal auf ihn einen Feuerball. Oh, der hat ihn richtig nach vorne gefedert, aber es hat nicht so viel gebracht. Dann baue ich mich mal von hier rüber. Und werde dann einfach mal so runterspringen. Das sollte ich eigentlich gut hinbekommen. Ohne, dass ich aus der Welt fliege. Ja, jetzt brennt hier was ein bisschen. Ich möchte nicht angezündet werden. Und der hat... Ja, eine Axt brauche ich. Stimmt, bessere Rüstung hätte ich mir noch holen können. Nicht, dass der mich jetzt gleich runterschlägt. Der muss ja irgendwo... da sein. Was? Ist er, hat er sich ausgelockt? Das Bett ist noch da. Ja, er ist einfach gequittet, weil er gewusst hat, okay, das Bett wird jetzt gleich zerstört. Aber er hätte ja mich eigentlich noch versuchen können, runterzuschlagen oder so. Aber jetzt habe ich immerhin nochmal bessere Items. Neue Dias auch nochmal am Start. Stimmt. Da kann ich mir dann auch nochmal so die besten Werkzeuge holen. Also einmal die Axt, Spitzhacke und die Schere, auch ganz wichtig. Oh, 25 Gold. Ich hole mir jetzt erstmal das... Oh nein, das... Ich wollte mir kein Dia-Schwert holen. Schade, dass es jetzt kein Amboss gibt. Oh, was mache ich da? Ich wollte mir die Dia-Rüstung holen. Damit muss ich jetzt leben. So, ist ein Smaragd. Ja, komm, Schnelligkeit kann ich mir mal gönnen. Ist der letzte Smaragd, den ich habe. Und was ich mir jetzt noch hole, sind natürlich ein paar Goldäpfel. Die kann ich mir echt richtig gönnen. Und da brauche ich auch Eisen dafür, für die Feuerbälle. Die kann ich mir eigentlich jetzt holen. Ja, gut, aber auch nur einen. So, dann muss ich jetzt weiterkämpfen mit dem, was ich habe. Ich kann mir vielleicht nochmal Eile holen. Und jetzt kann es dann auch endlich gleich weitergehen. Immer noch der Weiße und immer noch der Rote. Also ich glaube, die beide haben keinen Bock, sich so zu bekämpfen. Vielleicht looten die ja selber, bis die Runde vorbei ist. Und keiner hat gewonnen. Wollen sich einfach nur am besten ausrüsten. So, Dias bringen mir fast nichts mehr. Ich kann halt echt nochmal Smaragde holen. Ich werde halt nicht mehr zu einer anderen Insel zurück. Aber falls ich einen ausschalte... Kann ich mir wenigstens noch was aus meinen neuen Smaragden holen. Und der geht halt, der geht ernsthaft nochmal zurück zu seiner Insel. 2 habe ich jetzt wieder. Der eine kommt da vorne auch. Muss mir mal einen Goldapfel gönnen. Die Potion, komm, die gönne ich mir jetzt auch. So bin ich auf der sicheren Seite. Dass ich den auch noch schön ein bisschen wegkommen kann. Und ich hoffe mal, der ist, Alter, die Leute halten so viel aus wirklich mit der Rüstung. Ich hoffe mal, dass der jetzt auch... Ja gut, die Rüstung hat er noch. Kein Dia-Schwert mehr hat. So, erstmal hier. Ja, nee, das hat nicht gereicht. Nochmal einen Goldapfel essen. Ich brauche halt irgendwie mehr Blöcke, um mich hochzubauen. Oh, er kommt... Was? Er hat mich einfach hier rüberkommen lassen. Und... Natürlich gibt er mir jetzt nochmal eine Combo. Der andere kommt auch. Das überlebe ich sowas von nicht.
Nein, und ich wurde nochmal von einem anderen wiederum. Doch, der Weiße hat mich getötet. Ich habe gerade gedacht, der andere, der respawned ist, hat mich nochmal geholt. Aber was waren das nochmal für Kombos am Ende? Und der Rote ist jetzt wieder bei sich. Der hat den natürlich geholt, weil der One-Hit war, der Weiße. Und somit sind beide noch am Leben. Ja, dankeschön. Jetzt greifen die sich an, wo ich auf einen Mate gehe. Oder auf einen Gegner, eher gesagt. Es war leider kein gutes Ende, aber es war trotzdessen eine richtig krasse Runde. Also, falls ihr davon mehr sehen wollt, Leute, lasst gerne mal ein Like da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal gerne machen. Vielleicht hätte ich ja noch mit den Dia-Rüstungsteilen eine kleine bessere Chance gehabt. Aber ja, Leute, das war's dazu. Ihr könnt noch alle anderen Links in der Videobeschreibung auschecken, wie Instagram, Snapchat. Da könnt ihr mir auch gerne mal folgen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao. Ja, und somit ist der Weiße runter. Das war auch noch, das hat er noch gut gemacht.